So, willkommen zurück. Diesmal leben wir unsere Gedanken aus und... Ja, genau. Ich fühle mich geschmeichelt, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt für unanständige Scherze. Oh, scheiße, ist jetzt gemerkt. Überrascht? Ihr habt sicherlich schon von der Gabe des Gedankenlesens gehört, mit der Drachentöter gesegnet sind. Nein. Vielleicht fragt ihr euch auch, wie sie zu dieser erstaunlichen Fähigkeit kommen. Ja. Botfarm? Die Antwort ist einfach. Ich verleihe sie ihnen. Werdet ihr mir sie verleihen? Das ist einer der Gründe, warum ihr hier seid. Ach. Und jetzt haltet still. Und schaut mir in die Augen. Aber gerne. Was haben die alle da für mystischen Kram? Bitteschön. Mögen sich euch alle verborgenen Gedanken offenbaren. Ja. Aber gebt acht. Einen starken Geist kann man nicht so leicht durchdringen. Daher müsst ihr eure Fähigkeiten verbessern, denn ich hab's wohl. Danke. Ich kann jetzt also Gedanken lesen. Yeah. Willkommen in Leuchtenfeld, Drachentöter. Gedanken lesen. Armer Geralt. Er ist so eine Leseratte, aber hat schon jedes Buch im Dorf verschlungen. Ah ja. Wenn ich das nächste Mal in die Stadt reise, muss ich daran denken, ihm einige neue Bücher mitzubringen. Stimmt wohl. Ja, ich weiß jetzt, was die alle denken. Kerle, du. Huhn 1. Ein EP. Ist das ein Bettler? Nehme ich mir. Dieses neue Glänzen in euren Augen gefällt mir. Guten Tag. Euch auch. Ah, ich hätte ihm seine Gedanken lesen können. Jetzt will ich wissen, was der gerade denkt. Dieses neue Glänzen in euren Augen gefällt. Ja. Sonja ist so neugierig und will unbedingt wissen, was in meiner Truhe ist. Ja. Sie weiß nicht, dass ich den Schlüssel in der Nähe ihres kleinen Goblin-Lagers in der Arena verstecke. Goblin-Lager. Euch auch. Goblin-Lager. Wo zum Teufel ist ein Goblin-Lager? So, Weltkarte. Natürlich muss ich zurück. Und das Huhn niedermetzeln. Da. Ja, habt ihr das gesehen? Hab, hier war's. Hä? Schade. Was? Ach, der Neugeborene. Ha, ja, ich bin Alberic, der Zauberer. Magie? Also ich kann sie nur empfehlen. Das war überzeugend. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Experimente, sie halten mich auf Trab. Aber gut, ein paar Minuten kann ich entbehren. Zunächst Anwendung? Einmal erfüllen die Zauberer unter den Drachentötern keine Klischees, keine langen Bärte, keine dummen Hüte. Gut. Sie sind Kämpfer, wie alle anderen im Orden. Ihre Waffe jedoch ist die physische Manifestation der Macht ihrer Gedanken. Aha. Wer diese Kräfte zu beherrschen weiß, kann jeden Gegner bezwingen, auf den er sich gedanklich fokussiert. Ja. Natürlich kann sich bei falscher Anwendung selbst der unermüdlichste Geist erschöpfen. Es liegt also am Magier, dafür zu sorgen, dass das nicht geschieht. Ich würde gern trainieren. Wie ihr wollt. Aber passt auf, dass er nicht die ganze Enklave abfackelt. Ja? Jo. Ihr findet Sonja in der Nähe des Eingangs zur Arena. Sie erklärt euch den Rest. War das nicht die Tussi mit dem Schlüssel da? Wählt eure Belohnungen. Klar. Geld oder Erfahrung? Geld. Ja, passt. Ja. Alter, ich habe hier einen Knüppel. Nicht böser. Jetzt kriegen die Hühner. Eine P. Noch eine. Ein Watschner Zauberkessel, oder? Hähnchenkeule. Ah, das hat das Huhn fallen lassen. So, Weltenkarte. Oben links. Also laufen wir. Ich glaube, ich befinde mich hier in einem überzogen langen Tutorial.
Oh Gott, ich habe so einen schlechten Orientierungssinn. Das war natürlich falsch, so wie ich es mir schon gedacht habe. Zurück und rechts. Abgeschlossen. Würde ich mal vermuten. Weg hier. Und Bungee Jumping! Weltkarte. Ja, so ist richtig. Ihr seht so aus, als wärt ihr bereit, in die alte Welt zurückzukehren. Aber denkt daran, dass nur ein Zauber der Veteranen auf euch wirken kann, wenn ihr geht. Trefft eure Entscheidung vor der Abreise also mit. Ja. Alles klar. Ich mag den Kerl nicht. Wow, hier mit dem Knüppel. Hase 1. Ich hoffe, ich treffe hier nochmal richtige Gegner. Oh Gott, viel zu viele Endlich Menschen. Endlich seid ihr zurück. Es tut mir leid, aber ich muss mir die Glückwünsche für später aufheben. Aus welchem Grund? Vor wenigen Augenblicken haben wir erfahren, dass ein Drache im Trümmertal gesichtet wurde. Das sind zwar aufregende Neuigkeiten, aber der Zeit... Ja. Ihr solltet eigentlich einem Ritual beiwohnen, um die Erinnerung der Drachen zu kanalisieren. Wenn wir dieses Ritual zu lange aufschieben, werdet ihr verrückt, sofern ihr überhaupt überlebt. Na. Und dann verbringt ihr den Rest eures Lebens schreiend in dunklen Verliesen und kratzt euch die Augen aus. Das mache ich gerne. So schlimm diese Aussicht auch sein mag, der Drache hat Priorität. Ich hoffe, ich sehe, ihr habt euch mit Magie beschäftigt. Seid ihr sicher, dass ihr euch unserem Feind als Magier entgegenstellen wollt? Sicher. Endlich findet das Schicksal der Drachentöter seine Erfüllung. Schnell jetzt, alle an Bord. Wenn ihr jemanden namens Damian trefft, aufrufen. Ist es chinesisches Drachenboot oder was es da ist? Im Kurzfilm bin ich immer leise im Motto. Divinity 2 Eco Dragonist hat hiermit offiziell begonnen. Das sieht schon mal nach meiner Klasse aus. Denkt im Voraus, verteilt Fertigkeitenpunkte nicht planlos, legt euch lieber eine Strategie zurecht. Nö. So, die Jagd kann beginnen. Marius, ihr führt die Suche im Tal an, aber macht Meldung bei mir, bevor ihr euch dem Drachen entgegenstellt. Ähnlich. Ich werde die örtlichen Befehlshaber von unserer Ankunft in Kenntnis setzen. Kommt zu mir, sobald ihr Informationen habt, und dann brechen wir auf. Verstanden? Zu Befehl. Gut, das wird ein denkwürdiger Tag, Drachentöter. Und jetzt los. Nicht so schnell, übermütiger Neuling. Eure mentale Verfassung ist noch instabil, daher muss ich euch an der kurzen Leine halten. Mich verarschen? Keine Sorge, für euch habe ich auch eine Aufgabe. Geht in das Dorf und befragt die Bewohner wegen des Drachens. Nee, einige oder? Haben ihn bestimmt gesehen. Ja. Ich teile eure Skepsis zu einem gewissen Grad, aber wir sollten es versuchen. Wird gemacht. Ich werde wohl in der Kaserne sein. Die örtlichen Befehlshaber tauschen sich immer gerne mit Drachentötern. Gut. Macht sie glauben, sie seien mehr als nur dumm herumsitzende Landeier. Hahaha. Ich lache. Neue Quest. Klamm auf die Weltkarte. Hier. Hier müsste das Dorf sein. Oder dieser... Wow. Drücke E zum Benutzen. Ich will hier weg. Wow.
Automatisches Speichern, das habe ich gern. Batz! Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Nein. Meldung in der Kaserne, sobald ihr genug Informationen über Guten die Tag, Drachentöter. Wir schlafen nämlich alle voll oder was? Ja, befragen wir mal für euch. Habt ihr einen tollen Tag? In der Tat, das habe ich. Als ich mit Leutnant Ludwig auf Patrouille war. Wir haben ihn über den Wolken in der Nähe des Tempels gesehen. Ich muss los. Gewiss doch. Ja, klar. Tut mir leid. Nicht jetzt, Drachentöter. Ich drehe meine Runde, versteht ihr? Was? Was sind das für Psychos hier, ey? Ja? Tag gegrüßt. Ich heiße Warmund und bin immer für einen Plausch zu haben. Drachen, sagt ihr? Ja, faszinierende Kreaturen. Hab allerdings noch nie einen gesehen. Was? Nicht von mir. Ich stehe hier den ganzen Tag Wache. Und ich kann schlecht meinen Posten verlassen, um nach Drachen Ausschau zu halten. Das denke ich mir. Nein, wie gesagt, stehe ich hier Wache. Das ist eine Aufgabe mit sehr viel Verantwortung. Und hat sogar Familientradition. Nochmal wegen des Wachmanns. Mein Vater war Wachmann, sein Vater ebenso. Und wenn wir schon dabei sind, seine Mutter auch. Wie schätze, wie gefährlich es für uns hier in den Wäldern werden könnte? Schätzen? Also, da sind Goblins. Ja, so ja, ist es. Goblins, ja klar. Ganz schön gefährlich, diese Goblins, oder? Ich würde, ja, ich würde da an eurer Stelle höllisch aufpassen, Drachentöter. Verarscht ihr mich jetzt, oder? Ich muss los. Kommt wieder, wann immer ihr möchtet. Nein. Oh Gott, die ganzen Mongos, mit denen ich hier reden muss. Willkommen, ich heiße Kunrat. Nicht viel. Ich habe das Dorf seit Wochen nicht mehr. Allerdings haben ein paar Wachen etwas gesehen. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Erzählt mir das über euch, Kunrat. Über mich? Ich bin bei der Wache, seitdem ich dafür das Mindestalter erreicht habe. Pater Roman hat mir gesagt, dass ich das Zeug zum Studieren hätte, aber ich wollte meine Heimat nicht. Die Arbeit als Wache ist in dieser Gegend beliebt, wegen des guten Soldes und weil es eigentlich ziemlich ruhig ist. Eigentlich. Wir sind nicht so gute Kämpfer wie ihr, Drachentöter, aber unsere Lebenserwartung ist wohl ein bisschen höher. Ich muss dann gute Reise. Los. Und ich habe da so eine böse, aua, Idee. Ich spreche mit der komischen Tussi da unten nochmal. Und dadurch, dann lese ich mal ihre Gedanken, nachdem ich auf die Weltkarte geguckt habe. Nach hinten, halt. Nach hinten, hier. Boah, ist alles umständlich. Zurück, also direkt gegengesetzte Richtung, ey. Ja. Hähnchenkeule aufnehmen. Tut mir leid, nicht jetzt, Drachentöter. Denke ich. Meine Runde, versteht ihr? Scheiße, geht nicht. So, Bob. Hier müsste das Ausrufezeichen sein. Natürlich bin ich, muss ich oben lang und nicht unten, wo ich eigentlich wollte. Drücke E. Ihr seid wohlbehalten angekommen, Kommandantin Roda. Ja. Hab Dank, Leutnant. Wie stehen die Dinge hier? Wie? Dieses unaufhörliche Geschnatter lässt mich bald zur Klinge greifen. Ja, boah. Sagt, dass ihr etwas zu berichten habt, damit wir die Jagd beginnen können. Gedanken lesen. Nö, 33 EP. Dann beeilt euch, bevor hier noch Blut fließt. Du noch? Willkommen, Drachentöter. Dürfte ich euch um eure Hilfe bitten, sofern es eure Zeit zulässt? Was kann ich so tun? Ist es. Folgendes. Eine ziemlich große Gruppe von Banditen hat es seit einigen Monaten auf Handelskarawanen abgesehen. Bisher konnten wir ihren Unterschlupf nicht ausfindig machen. Allerdings haben wir vor einigen Tagen einen der Banditen gefasst. Weder Drohungen noch Folter bringen ihn zum Reden. Daher müssen wir auf andere Weise mit ihm verfahren. Ich will, dass ihr ihn zur Flucht verhelft. Es ist ein wenig Glück dabei, aber das wird bestimmt funktionieren. Ja, klar. Ihr müsst nur zur ausgebrannten Kapelle im Tal gehen. Dort findet ihr einen verborgenen Hebel, der ein Tunnelsystem öffnet, das direkt in seine Zelle führt. Er sitzt aus gutem Grund in dieser Zelle. Sie grenzt an einen alten Fluchtweg, der vor vielen Jahren von den Soldaten... Wenn ihr den Banditen da rausholt, gewinnt ihr sein Vertrauen, horcht ihn nach der Flucht aus und überzeugt ihn davon, dass ihr euch den Banditen ausgezeichnet. Viel Erfolg! Jetzt habe ich eine Quest, oder? Im Prinzip. Herzlich willkommen, Drachentöter. Ich bin Roland, Hauptmann der Wachen. Weg. Alles Gute. Was zum Teufel muss ich jetzt hier machen, ey? Unnötigste Aufgabe der Welt.
Jetzt mache ich erstmal dem seine komische Aufgabe mit der Kaserne. Weltkarte. Ja, super. Held. Wichtiger NSC.